Du hast bei der letzten Unterrichtsnachbesprechung wieder mal ein negatives Feedback für deine Ziele bekommen. Das bist du leid. Jetzt willst du lernen, Ziele für einen modernen Unterricht richtig zu formulieren. Hier lernst du, was du dabei beachten solltest. Lernziele sind vorweggenommene Ergebnisse des Unterrichts. Damit unterscheiden sie sich von den Methoden und Inhalten des Unterrichts. Die Ziele kannst du den Lernenden schriftlich oder, das ist am wichtigsten, mündlich mitteilen. Was ist in diesem Zusammenhang moderner Unterricht? Zwei Qualitätsmerkmale sind hier bedeutsam. Die Schülerinnen können mit dem Gelernten etwas anfangen. Das heißt, der Unterricht entwickelt Kompetenzen. Und das Gelernte ist fest im Gedächtnis verankert und wird nicht nach der nächsten Prüfung vergessen. Beide Aspekte müssen sich auch in deinen Lernzielen widerspiegeln. Du beschreibst deshalb eine beobachtbare Leistung. Diese Leistung ist durch die von dir organisierten Lerngelegenheiten auch tatsächlich erreichbar. Am Ende des Unterrichts werden die angezielten Leistungen überprüft. Sehen wir uns das an einem Beispiel an. Inhalt des Unterrichts ist das Kommunikationsmodell von Schulz von Thun. Die erste Formulierung ist kein Ergebnis, denn hier wird ein Prozess beschrieben. Kennen ist zwar ein Ergebnis, aber nicht beobachtbar und keine Leistung. Verwende deshalb einen gängigen Operator. Damit kannst du die erwartete Leistung am besten ausdrücken. Das zusätzliche Verb können ist überflüssig, denn wer beschreibt, kann es. Es ist unrealistisch, dass die Mehrzahl der Lernenden nach 45 Minuten das Modell fachlich korrekt erklären kann. Aus dem Gedächtnis, also ohne Vorlage. Dieser realistische Lernzuwachs muss sich auch in deinem Unterrichtsziel widerspiegeln. Wähle deshalb eine passende Formulierung. Du erwartest, dass die Lernenden das Modell erklären oder vielleicht sogar erläutern sollen und das auch noch fachlich korrekt, dann musst du dafür deutlich mehr Lernzeit einplanen. Am Ende einer Lerneinheit von mehreren Stunden wäre das also ein realistisches Lernziel. Fassen wir bis hierher zusammen. Du formulierst Lernziele als beobachtbare Leistung. Dafür nutzt du die gängigen Operatoren. Die Leistung ist von der Mehrzahl der Lernenden auch tatsächlich erreichbar. Selbstverständlich stimmen deine Lernziele auch mit dem Lehrplan überein. Das ist zwar nicht neu, aber leider auch nicht selbstverständlich. Das bis hierher Gelernte gilt vor allem für die fachlichen Ziele. Wie sieht es aber mit überfachlichen Zielen aus? Das sind die sozialen, personalen und lernmethodischen Kompetenzen, die du ebenfalls in den Lehrplänen findest. Grundsätzlich gelten hierfür die gleichen Anforderungen. Weil du aber für das Erreichen dieser Fähigkeiten deutlich mehr Zeit einplanen musst, ist auch das Formulieren der Ziele etwas anspruchsvoller.
Das gilt grundsätzlich für alle Ziele im Bereich von Handlungskompetenz. Sehen wir uns auch das an einem Beispiel an. Zur Teamfähigkeit gehören unter anderem das gemeinsame Besprechen des Arbeitsauftrages und das Verteilen der Aufgaben in der Gruppe. Die gewählte Formulierung orientiert wieder auf das Ergebnis, was im Unterricht erreicht werden kann. Von einer Kompetenz kann aber erst gesprochen werden, wenn die Schülerinnen solche Handlungen regelmäßig und reflektiert zeigen. In gleicher Weise können Lernziele für personale Kompetenzen und für lernmethodische Kompetenzen formuliert werden. Für die erwartete Leistung nutzt du keinen Operator, sondern die konkrete Tätigkeit der Lernenden. Das Verb haben ist nötig, damit das gewünschte Ergebnis klar wird. Zu einer Überschneidung mit Unterrichtsmethoden kann es auch nicht kommen. Achte darauf, dass das Lernziel Handlungen beschreibt, mit denen die Schülerinnen im späteren Leben tatsächlich etwas anfangen können. Das ist bei Unterrichtsmethoden in der Regel nicht der Fall. Ich hoffe, die Hinweise können dir helfen, deine Lernziele in Zukunft noch klarer und abrechenbarer zu formulieren. Vielleicht bist du ja dann bei der nächsten Sichtstunde die Expertin für Lernziele.